Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute Madagaskar, unser Ersteinlauf, wunderbare Bilder, dann Kitchen Party auf AIDA Cara, unserem Weltreiseschiff. Und als drittes, liebe Männer, aufpassen, 14. ist Valentinstag. Und natürlich haben wir was in Sachen Liebe. Viel Spaß! Viele unserer treuen Zuschauer haben ja gefragt, sag mal, wo sind eigentlich die Bilder von Madagaskar? Und ich habe eine gute Nachricht für Sie. Hier kommen Sie, die Bilder aus Madagaskar, Erstanlauf AIDA Aura. Viel Spaß! Wir sind hier so wie die ersten Besiedler auf Madagaskar, zum ersten Mal mit der AIDA hier und es ist wundervoll. Es ist einfach wie im Paradies, eine kleine winzige Insel. Eine der zwei Juwelen, die wir ausgewählt haben und wir sind also ganz happy hier. Einfach mega, mega beeindruckend, alles grün, die Tiere sind der Hammer. Wir hatten mega viel Spaß, wir haben ganz viele verschiedene Tiere gesehen, Chamäleons, Lemuren, Schlangen, Schildkröten. Ja, es war großartig, wir hatten ganz viel Spaß. Ich bin begeistert. Ich finde es total beeindruckend gerade. Ich habe noch nie Chamäleons in freier Wildbahn gesehen wie vorhin, das war fantastisch. Ja. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen kratzig irgendwie. Heute besonders die Freundlichkeit der Menschen gefallen. Die waren, der Kinder, die waren so unbedarft. Ne? Die winkten und fanden das alles ganz prima. Die waren immer lieb, haben mir gewunken und also es war wirklich schön und es hat einen schön berührt, wie arm die doch zum Teil sind. Und, habe ich Ihnen zu viel versprochen, großartige Bilder, oder? Jetzt kommen wir zur AIDA Cara. Auf AIDA Cara hat man sich für die Gäste was ganz Besonderes ausgedacht, und zwar eine Kitchen Party. Das hat allen richtig Spaß gemacht. Die Kitchen Party ist so konzipiert, die Gäste kochen nicht mit. Aber es gibt 7 verschiedene Stationen, unter anderem eine Suppenstation, eine Salatstation, einen Hauptgang. Eine Station für Sorbet, eine für Dessert und eine Wokstation. Und überall wird frisch vor den Augen der Gäste gekocht. Es gibt einen philippinischen Koch bei mir, der macht heute Abend, das nennt sich Piti Panna. Das sind im Wandteig gebackene Garnelen und mit Fleisch. Das ist ein Nationalgericht, super lecker. Vielen Stationen und das ist gut, dass man eben zuschauen kann, wie es gemacht wird. You can face the guests also, they are coming inside, they talk with you, they like to know how to cook food and it's just a nice idea. Wir sind ja heute in der asiatischen Richtung hier und ich habe ein bisschen was vorbereitet für ein bisschen Hummer mit Garnelen, ein bisschen Zitronengras, Chili und verschiedene Gemüsesorten. Dann machen wir schön Thai-Wok heute. Die Gäste können sich das Essen selber holen, das ist sehr locker. Alle haben Spaß, das ist echt schön.
Ich bin total überrascht, ich bin begeistert. Das, was ich bisher gegessen habe, schmeckt sehr gut. Ganz lecker. Das esse ich jetzt auch. Liebe Männer, jetzt genau aufgepasst, 14. Februar ist Valentinstag und da ist immer eine kleine Überraschung drin. Und manchmal auch eine große, wie zum Beispiel neulich an Bord. Gucken Sie mal. Zu Beginn der Sendung waren Sie nicht alleine. Nee, ist richtig. Okay, jetzt Ihr Name war nochmal? Sandra. Sandra, okay. Und Ihr Freund heißt? Daniel. Daniel, okay, alles klar. Ihr seid wie lange zusammen? Heute 10 Jahre. Auf den Tag genau 10, das ist nicht Ihr Ernst. Ehrlich jetzt? Dann sind Sie schon öfters mit uns unterwegs gewesen? Ja, das 18. Mal jetzt. Ist 18. Mal! Und jetzt, wenn wir ganz weit dort nach vorne schauen, werden wir vergeblich auf Ihren Freund warten. Denn ich weiß, wo Ihr Freund ist, der sich vorgenommen hat, heute zum 10-jährigen Jubiläum Ihnen eine kleine Überraschung zu bereiten. Und wir sind jetzt 10 Jahre zusammen und 6 Jahre zusammen, haben schon etliche Dinge miteinander erlebt. Und hier möchte ich fragen, ob du mich heiraten willst. Moment, nur für euch beide. Das Traumpaar des Tages am 14. Februar 2017. Euer Applaus! Das war schön, oder? Wollen Sie noch eine sehen? Komm, eine habe ich noch. Bitte schön. Aus Deutschland, Volker Thebert! So. Das ist deine Bühne, Volker. 7 aufregende Jahre, die 7 aufregendsten Jahre meines Lebens, habe ich erlebt, durfte ich erleben mit Karin. Darum bin ich jetzt hier. Ich möchte noch ganz, ganz, ganz viele aufregende Jahre mit dir verbringen und darum bitte ich dich um deine Hand. So, einmal zu uns auf die Bühne. Einmal zu uns auf die Bühne. So, jetzt aber auf die Knie, mein Lieber. Ja, wäre schön, wenn jetzt warte, was wir sagen. Warte, wir müssen es für alle hören. Wir müssen es für alle hören. Ja. Und sowas alles und noch viel mehr können Sie auch erleben. Gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Die sagen Ihnen, wie es geht. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Diesmal von Hamburg nach New York. Eine fantastische Transreise. Viel Spaß. Wir starten in Hamburg und fahren als erstes nach Bergen in Norwegen. Es geht weiter nach Kirkwall und nach Reykjavik. Als nächstes besuchen wir Qaqortoq auf Grönland. Wir machen noch Halt in St. John's, Halifax und Portland und erreichen das Ziel unserer Reise, New York. Gestern war unsere Weltreise mit Aida Cara zu Ende und da haben wir uns gedacht, zum Ende die schönsten Bilder der Weltreise mit dem Weltreisesong von Eric Paisley. Viel Spaß! Rund um die Welt, der Aida Cara, rund um die Welt. Mit Freunden und Spaß, rund um die Welt, der Aida Cara. Wir tun nun das, was uns gefällt, oh ja. Wir reisen rund um die Welt.
Wir lieben Reisen, ferne Länder sehen, durch schöne Häfen und Städte gehen. Wir sind gut drauf, singen immer wieder, denn wir haben das AIDA-Fieber. Rund um die Welt, der AIDA-Kara, rund um die Welt, mit Freunden und Spaß. Rund um die Welt, der AIDA-Kara. Wir tun nun das, was uns gefällt, oh ja. Wir reisen rund um die Welt. Wir sitzen dann am weißen Strand mit einem Cocktail in der Hand. Schauen übers weite Meer und tanzen dann zum Karibik-Flair. Rund um die Welt, der AIDA-Kara. Rund um die Welt, mit Freunden und Spaß. Rund um die Welt, der AIDA-Kara. Wir tun nun das, was uns gefällt, oh ja. Wir reisen rund um die Welt. Wir reisen rund um die Welt.